Das Insektensterben ist in aller Munde. Was gibt es eigentlich noch für Insekten bei uns im Garten? Dieser Frage geht die Aktion Insektensommer des NABU nach. Und damit herzlich willkommen zu meinem Kanal Faszination Natur. Heute also die Aktion Insektensommer des NABU, was das ist, wie ihr mitmachen könnt und was sich bei uns daheim im kleinen Insektenparadiesgarten finden lässt. Was ist diese Aktion Insektensommer? Der NABU lädt ein, zu schauen im Garten, einen Platz zu suchen und im Umkreis von 10 Metern eine Stunde lang zu schauen, welche Insekten finde ich dort. Das notiert er, meldet es per Internet unter www.nabu.de, Rubrik Insektensommer, an den NABU und dann wird das erfasst, bundesweit, jeder kann mitmachen. Kleiner Garten, großer Garten, ihr könnt euch euren Platz in einem Park oder so suchen und dann mitmachen. Die Aktion läuft jetzt ab heute, 2. August bis einschließlich 11. August. Das ist schon der zweite Teil für dieses Jahr, denn Anfang Juni war das schon einmal durchgeführt worden. Da war ich natürlich auch dabei, was ich dort finden konnte im Garten. Davon ein paar kleine Einblicke, Impressionen aus unserem kleinen Insektenparadiesgarten. Hier seht ihr einen Marienkäfer, beziehungsweise natürlich die Larve des Marienkäfers, genauer gesagt des asiatischen Marienkäfers, auf einer Brennnesselpflanze, einer großen. Und hier auf einer Blüte Nektar schleckend ein Pinselkäfer, ein schöner, der sich dort niedergelassen hat auf dieser Blüte und sich dort reckt und streckt und leckt. Auf diesen Blüten gab es an diesem Tag im Juni auch diese beiden Bienenkäfer. Hier ein kleiner Einblick in die Wiese und die Büsche drumherum. Hier auf der Distel eine große Heuschrecke, eine Zwitscherschrecke, die sich dort ausruht und der Dinge harrt. Hier eine schwarz-graue Wegameise. Hier eine Wildbiene auf einer Glockenblumenblüte, eine Goldfliege, hier eine Fliege Anthomyia pluialis, einen deutschen Namen konnte ich nicht finden, ein Scheinbockkäfer und dann ein großer Rosenkäfer, sehr schön schillernd im Sonnenlicht. Hier ein winzig kleiner Glockenblumenrüssel, natürlich in einer Glockenblumenblüte. Und hier eine Larve der punktierten Zartschrecke. Ein Hufeisen, Azur, Jungfer und gleich eine ähnliche Libelle, die große Pechlibelle, die viel Pechschwarz hat und damit auch unterscheidbar ist von der anderen Libellenart. Und noch eine schöne kleine Goldwespe. Das alles, wie gesagt, ließ sich Anfang Juni bei uns im Garten finden. Wie gesagt, ihr könnt mitmachen. Eine Stunde Zeit reicht dafür und ihr tragt bei zur Erfassung der Insekten, die es noch gibt bei uns in den Gärten. Bei der Aktion Insektensommer gibt es jetzt für den August bestimmte Kernarten, auf die besonders geachtet wird. Da schaut ihr bitte auf jeden Fall, ob die bei euch im Garten sind. Aber ihr könnt natürlich auch alle anderen Arten melden. Es gibt einen extra Zählbogen und da seht ihr auch nochmal die Bilder der entsprechenden Kernarten. Das sind im August jetzt die Ackerhummel, die blaue Holzbiene, die blaugrüne Mosaikjungfer, das grüne Heupferd, der kleine Fuchs, der Schwalbenschwanz, der Siebenpunkt-Marienkäfer und die Streifenwanze. Alles Insektenarten, die es noch vergleichsweise häufig gibt, aber ihr werdet ja sehen, was von diesen Arten bei euch vorkommt. Wie gesagt, mitmachen. Freut euch an dem, was im Garten ist. Ärgert euch nicht, wenn gewisse schöne Arten, die ihr gerne gesehen hättet, nicht zu sehen sind, sondern freut euch an und mit und in der Natur. Und jetzt zum Abschluss noch ein paar Impressionen von dem Schwalbenschwanz bei uns im Garten. In diesem Jahr habe ich ihn noch nicht gesehen. Mal schauen, ob es jetzt in der Woche des Insektensommers zu finden gibt. Wie gesagt, viel Freude mit den letzten Bildern,
dem Schwalbenschwanz bei uns im Garten. Ein wunderschöner Schmetterling an einem Schmetterlingsbaum zu sehen, schön gegen den blauen Himmel mit schönen Wetterwolken. Wenn man genauer hinschaut, sieht man sehr schön das prächtige Muster und die faszinierende Form dieses wunderbaren Schmetterlings. Man sieht sogar die einzelnen Schuppen fast und damit viel Freude an und in und mit der Natur.